Einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Nicola Naik und ich freue mich sehr, Sie heute zum Webinar Planung mit der SAP Analytics Cloud hier begrüßen zu dürfen. Bevor wir starten, noch ein paar wichtige Punkte. Das Webinar wird aufgezeichnet, daher sind die Leitungen auf stumm geschaltet, aber Sie können gerne jederzeit mit uns per Chat-Funktion in Kontakt treten. Das Fenster befindet sich auf der rechten Seite. Bevor wir nun starten, möchte ich Ihnen empfehlen, in den Vollbildmodus zu schalten, so dass Sie die Darstellungen jetzt auch in maximaler Größe präsentiert bekommen. Hier die Gesichter und einige kurze Stichpunkte zur Historie der Stimmen, die Sie nun in den nächsten Minuten hören werden. Ich habe heute meine Kollegen, den Philipp May und den Andreas Bahr, mit im Webinar dabei. Sie werden vor allem natürlich gleich die Live-Demo zeigen und haben hier die entsprechende Expertise aus unseren Planungsprojekten. Und ich freue mich jetzt, mit Ihnen gemeinsam in die Planungssession mit der SAP Analytics Cloud zu starten. Wo ordnen wir dieses Thema innerhalb der SPS ein? Wir decken von der SPS AG den gesamten analytischen Zyklus als SAP Analytics Manufaktur ab und konzentrieren uns heute auf den hier links markierten Planungsprozess, der sich aber selbstverständlich komplett in diesen Zyklus einreiht. Denn um zu planen, ist es natürlich von Vorteil zu wissen, was in der Vergangenheit passierte und auch entsprechende Ursachen-Wirkungsbeziehungen zu verstehen. Vielleicht möchten Sie auch mit Was-wäre-wenn-Szenarien arbeiten, verschiedene Situationen, die eintreten können, einmal durchspielen, verschiedene Planungsversionen haben und vielleicht auch wirklich einen Blick in die Zukunft wagen und mit prädiktiven Funktionen hier Vorhersagen treffen. Und das eben am besten grafisch unterstützt, so dass wir es eben besser aufnehmen und verarbeiten können. Kernthema sicherlich, wie in allen Analytics-Projekten, das Thema Datenverfügbarkeit, das Thema Datenqualität aus den unterschiedlichen operativen Systemen, um hier überhaupt valide Aussagen treffen zu können. Für uns als SAP Analytics Manufaktur die ganz klare Antwort, die SAP Analytics Cloud, für all diese Erwartungshaltungen, die wir in dem Umfeld haben. Mit der SAP Analytics Cloud haben Sie den analytischen Zyklus komplett in einer Lösung integriert. Von der Planung über das Reporting, Dashboarding mit Visualisierung und Storytelling über Predictive haben Sie alles in einer Lösung und können dem Endanwender somit den kompletten Prozess bieten. Wenn ich über Reporting spreche und Dashboarding, meine ich damit tatsächlich auch die Bandbreite vom Service, vom Self-Service BI über das klassische, ich nenne es jetzt mal pixelgenaue Reporting, wirklich in Form von PDF-Generierung sogar. Also all diese Möglichkeiten für die unterschiedlichen Adressaten innerhalb Ihrer Organisation stehen hier zur Verfügung. Wir haben zu den unterschiedlichsten Schwerpunkten bereits Webinare zum Thema SAP Analytics Cloud durchgeführt. Die Aufzeichnungen dazu finden Sie auch auf unserem YouTube-Kanal, zu dem ich Sie jetzt schon ganz herzlich einladen möchte. Heute konzentrieren wir uns auf das Thema Planung und haben uns hier die Schwerpunkte rausgenommen: Eingabefähigkeit in einer Reporting-Lösung, die eben auch tatsächlich eine klassische Reporting-Lösung ist. Das ist schon auch ein Standalone-Merkmal der SAP Analytics Cloud. Das dann gepaart mit Prozessmanagement in Form von Wiedervorlagen an Verantwortliche, Aktivitätenmanagement, Fristen setzen, all diese Themen. Und das Thema Kollaboration und Kommentierung, und zwar in einem geschlossenen System. Das heißt, Sie
Sie initiieren hier kein E-Mail-Ping-Pong, wenn Sie entsprechende Informationen und Details austauschen wollen, sondern die Information ist dort abgelegt, wo sie vorgangsbezogen hingehört. Ich möchte jetzt auch gar nicht weiter in der Theorie bleiben, sondern wir haben uns hier einfach mal einen Prozess zusammengestellt, der Ihnen hier in einem kleinen Rollenspiel aufskizziert, welche Funktionen letztlich im System drin sind. In dem kleinen Fallbeispiel hier ist es nun so, dass wir von der Seite des Corporate Controllings aus eine Gesamtplanung für die Gruppe, für das Unternehmen durchführen. Und hierfür erstellt das Corporate Controlling unterschiedliche Aktivitäten und verteilt diese dann an die einzelnen Controller der Tochtergesellschaften. Entsprechend der Eingaben, die diese dann tätigen, werden wiederum Folgeaktivitäten gesetzt, um dann auch für die einzelnen Planungsbereiche einer Erfolgsrechnung das Ganze nachzuvollziehen und letztendlich hier zusammenzuführen. Natürlich gibt es hier auch solche Workflows, dass man sagt, wenn die Planung eben entsprechende Attribute nicht erfüllt, wenn hier Merkmalsausprägungen nicht gegeben sind, beziehungsweise auch der Controller einfach dann diese Planung so nicht freigibt, geht alles wieder retour in den Prozess und die ganze Routine wird nochmal gestartet. Das kann beliebig komplex aufgebaut werden, das können Sie sich vorstellen. Hier nun wirklich eine vereinfachte Form, einfach mal, um Ihnen das Grundprinzip darzustellen. Und für diese Demo übergebe ich nun an meine Kollegen, den Philipp May und den Andreas Bahr. Ja, vielen Dank, Nicola. Mein Name ist Andreas Bahr. Zusammen heute mit meinem Kollegen Philipp May, der sich jetzt auch nochmal ganz kurz vorstellen möchte. Guten Tag, mein Name ist Philipp May. Ich bin heute der Gesellschaftscontroller in diesem Beispiel anzustimmen und werde meine Plandaten eingeben für meine Gesellschaft und werde diese dann wieder freigeben für den Konzerncontroller Andreas Bahr. Vielen Dank, Philipp. Genau. Eben, ich bin als Corporate Controller aktiv in diesem Part. Ich werde aus der Sicht der Gruppe eben die Daten vorbereiten für die Planung 2020, die wir heute vornehmen. Und dazu übergebe ich dann eben eine Task an meinen Kollegen Philipp May, der dann eben die entsprechenden Daten beplant. Somit springen wir eben auch direkt in die Planungsapplikation. Und wir sind hier auch direkt im Reporting, was natürlich inkludiert ist in der Planung. Wir haben hier die einzelnen Gesellschaften im Überblick und haben einen Vergleich zwischen den Ist-Daten 2019 und den Plandaten aus 2019. Dann würde ich gern eben diese Ist-Daten für die Planung 2020 als Grundlage nehmen. Ich sehe, ich habe eben jetzt hier die Ist-Daten und die Plandaten, die ein wenig auseinanderliegen 2019, und möchte aber die Ist-Daten eben als Grundlage nehmen, um eine Planung für 2020 zu machen. Dafür kopiere ich mir eben eine Planversion für die 2020er Planung, wähle eben dann auch die entsprechende Währung aus. Ich wähle jetzt hier die Frankenwährung aus, sage, ich möchte eine leere Version erstellen, womit ich jetzt eben dann diese private Version befüllen kann mit den Daten aus 2019. Dafür würde ich eben diesen blauen Button genau drücken und mir die 19er Daten nach 2020 schieben. Somit habe ich jetzt die Daten für meine Planversion 20 für das Jahr 2019 als Vergleich nochmal und für 2020. Ich schränke jetzt einen Filter ein auf 2020, damit ich eben die Daten für 2020 an meinen Kollegen dann übergeben kann. Wähle die entsprechende Version aus, Planung 2020, die wir hier rechts gesehen haben.
die private Version. Ich prüfe, ob diese Felder eingabebereit sind für meinen Kollegen, schaue, ob ich alle entsprechenden Datenfilter gesetzt habe und wähle dann eben noch die entsprechende Gesellschaft aus für meinen Kollegen, der heute die Data Manufacturing GmbH als Demo-Beispiel beplant und gehe dann in die Planungsmaske, die ich dann an meinen Kollegen übergebe, prüfe auch hier nochmal, ob die Felder eingabebereit sind und erstelle dann, wenn alles korrekt ist, eine Eingabemaske für meinen Kollegen. Dann springt eine neue Seite auf, wo ich eben den Titel dafür eintragen kann, dass mein Kollege auch Bescheid weiß, um was es sich hier handelt. Planung für das Jahr 2020. Prüfe, ob das entsprechende Modell mit dabei ist und sende dann noch eine kurze Randnotiz. Das ist eine dieser Kollaborationsfunktionen. Eine weitere werden wir dann auch gleich noch sehen, wie eben auch eine Kollaboration zwischen zwei Parteien stattfinden kann oder einer ganzen Gruppe. Wenn ich dann eben die entsprechende Nachricht eingetragen habe, kann ich dann die entsprechende Person zuweisen. Ich sehe, wer ist alles in meinem Planungsprozess involviert. Ich möchte natürlich den entsprechenden User auswählen, prüfe, ob ich die richtige Version habe und kann dann eben noch ein Fälligkeitsdatum, ich gebe ihm jetzt mal bis Ende des Jahres Zeit, ich hoffe, das schafft er auch heute noch, aber natürlich haben wir mal einen Planungshorizont bis Ende des Monats. Setze ihm noch eine kleine Erinnerung, dass er es auch nicht vergisst, 2 Tage vor Fälligkeit und sende das dann ab und übergebe es an meinen Kollegen. So, ich als Gesellschaftscontroller öffne mich nun auch SAC und logge mich in der SAC ein. Und wie man hier unten schon sieht, habe ich dann sofort eine Benachrichtigung bekommen, dass eine Planungsaufgabe für mich freigegeben wurde. Über diesen Link kann ich dann direkt reinspringen in meine Planungsaufgabe. Sehe hier oben auch wieder dieses Sheet mit der Zusammenfassung und auf der rechten Seite auch nochmal die Benachrichtigung, dass ich meine Plangabendaten für 2020 eingeben soll. Hier sehe ich auch nochmal den aktuellen Status von dieser Aufgabe und nun kann man diesen Status auch nochmal im Kalender betrachten. Dort ist es etwas übersichtlicher in einer Art von Prozessansicht. Hier oben sehe ich dann von wann bis wann diese Planungsaufgabe hier gültig ist. Auf der rechten Seite habe ich hier alle Details mit den Beschreibungen. Hier oben auf der Seite habe ich dann auch nochmal so eine Diskussionsplattform, wie so eine Art Kollaboration oder Chatfunktion. Hier kann ich dann auch mit meinen Kollegen aus meiner Gesellschaft dann kommunizieren, welche Daten, wer welche für welche Positionen die Daten plant in der Erfolgsrechnung und kann somit sehen, falls es hier Abweichungen gibt. Und sehe hier nochmal alle Beschreibung, hier nochmal, wie gesagt, den zeitlichen Rahmen, bis wann ich Zeit habe, meine Plandaten einzugeben. Hier unten diese 2 Tage Erinnerungen, die mir gegeben wurden. Und hier sehe ich dann nochmal, welche untergeordneten Aufgaben dieser Planungsprozess haben kann. In dem Fall springe ich jetzt wieder in meinen Task selber und möchte meine Plandaten eingeben. Dann gelange ich hier wieder auf diese Übersichtsseite, die sich hier Zusammenfassung nennt automatisch und sehe hier nochmal meine Daten. Dann möchte ich im nächsten Schritt hier nochmal alles überprüfen und gehe dann auf mein Gesellschaftsplanungssheet nur für die Data Manufacturing GmbH und hier möchte ich jetzt in diesem Beispiel die Saläre, die Löhne auf dieser genannten Position hier links eingeben. Ich springe hier mit Doppelklick in das Feld rein und möchte jetzt sagen, dass ich meine Löhne gesamt für diese Gesellschaft um 3,75% erhöhe. Und wir sehen somit sofort mit diesen gelben Markierungen, dass sich das natürlich auch auswirkt auf die gesamte Erfolgsrechnung und die darunterliegenden Positionen. Alle betroffenen Elemente sind hier, wie gesagt, gelb markiert. Wenn ich in dem Beispiel hier auch nochmal für eine weitere Position die Daten erhöhe, in dem Fall um 1,75%, dann sieht man auch, dass es hier auf den oberen Knoten auf die Personalkosten Auswirkungen hat und diese Personalkosten haben dann natürlich auch wieder Auswirkungen auf die oberen Ebenen der Erfolgsrechnung. Ich kann natürlich auch den anderen Weg geben und von oben herunter planen und kann hier meine Position für EBITDA
planen und diese werden dann wiederum hier die Kindknoten gelb markiert, welche davon beteiligt sind. Zu einem späteren Zeitpunkt von dem Webinar kommen wir nochmal drauf, wie die Verteilung, die Disaggregation hier auch innerhalb von der SAC funktioniert. In dem Fall möchte ich jetzt meine eingegebenen Plandaten hier in dieser Aufgabe wieder weitergeben. Dafür gibt es hier diesen Haken damit, und ich kann dann noch eine Benachrichtigung an den Konzerncontroller schicken, dass ich meine Plandaten eingegeben habe hier für diese Aufgabe für 2020. Hier kann man beliebigen Text dann eingeben und kann dann anschließend diese Aufgabe abschicken durch den Abschicken-Button. Und der Konzerncontroller Andreas Bahr erhält dann wieder eine Benachrichtigung, wie ich sie gerade eben auch in der SAC bekommen habe. Und eben im unteren Bereich oben auf der rechten Seite bei Benachrichtigungen. Dann schicke ich meine Antwort ab und übergebe wieder das Wort an meinen Kollegen Andreas Bahr. Vielen Dank, Philipp. In der Zeit habe ich dann auch schon deine Planung erhalten. Und möchte natürlich auch überprüfen, was du da geplant hast für die Data Manufacturing GmbH. Schaue, okay, in welchem Status wir uns befinden. Er hat mir eben die Daten vorgelegt. Ich kann dann eben in dieser Planungsmaske für die Gesellschaft Data Manufacturing die Daten mir anschauen. Sie sind nicht eingabebereit für mich. Das ist eben diese Session, die er mir eben vorgelegt hat. Und ich kann dann entscheiden, ob mir die Daten aus meiner Sicht passen oder ob er sie auf jeden Fall nochmal drüber schauen möchte. Ich entscheide jetzt, dass er natürlich die Daten in Ordnung sind. Und damit ist dann auch diese Plan-Session zwischen uns beiden abgeschlossen. Ich springe dann wieder in meine eigentliche SAC-Planungsstory und habe eben diese Zusammenfassung. Wenn natürlich mehrere Beteiligte in diesem Prozess dabei sind, habe ich diese in dieser Zusammenfassung mehrere Akteure, habe dann diese Daten von ihm bekommen, kann dann die entsprechenden Filter wieder herausnehmen, wenn ich das möchte, und mir die Gesamtgruppe und auch die den Vergleich zwischen 2019 und 2020 nochmal anschauen, inwieweit wir uns da von den Ist-Daten abheben. Und kann dann auch hinzufügen, das eben in den Wertetreiberbaum. Der Wertetreiberbaum ist eben auch eine Funktion innerhalb der Planung, mit denen ich eben die Plandaten und auch die Ist-Daten in einem Szenario eben aufbauen kann. Ich habe hier verschiedene Knoten, die Einflüsse haben auf das Endresultat, auf den Top-Knoten, den wir links sehen, und kann eben jetzt hier mit diesem Pop-up-Fenster entscheiden, okay, ich möchte die Personalkosten um 3% erhöht haben und nachvollziehen, wie wirkt sich das aus auf die anderen Knoten. Wir sehen dann hier den Verlauf, gelb markiert, okay, das hat dann eben die Auswirkung auf den letzten Knoten und kann dann eben diese Szenarioplanung auch wieder als private Version in meiner Planung nachvollziehen und kann dann entscheiden, ob eben diese Version dann auch für mich passt. Okay, ich habe hier überprüft, die Daten passen. Ich schaue mir, wie hat sich das ausgewirkt auf die gesamte Gesellschaft. Wenn die Daten dann für mich in Ordnung sind, kann ich das eben dann auch veröffentlichen und mir auch nochmal im Reporting nachvollziehen. Dann kann ich eben nochmal nachschauen, okay, wie ist die Abweichung gegenüber Plan 19 und den Ist-Daten 19, aber in diesem Fall interessiert uns dann natürlich, wie ist der Unterschied zwischen den Ist-Daten 2019 und den Plandaten für 2020 und kann mir dann eben die entsprechende Abweichung hinzufügen. Per Track and Drop kann ich mir das eben hinzufügen und die entsprechenden Grafik für mein Reporting dazu bauen. Dann kann ich auch entscheiden, in welcher Art und Weise ich das natürlich mir anzeigen lassen möchte, kann die Farben invertieren und habe eben diesen geschlossenen Kreis zwischen Planung und Reporting innerhalb einer Planungsstory und kann damit interagieren und kann das auch dann wiederum in der Chatfunktion an meinen Kollegen weitergeben, dass er das auch nochmal nachvollziehen kann. Und damit wären wir dann auch mit dieser Planung, mit diesem Planungsdemo fertig. Und ich würde jetzt auch wieder übergeben an meinen Kollegen Philipp May, der noch etwas zu dem Thema Datensperren erzählt. Vielen Dank, Andreas, fürs Freigeben meiner Plandaten und dass alles korrekt war.
Genau, ich möchte noch zunächst was zu den Datensperren sagen. Bei der Planung ist es ja auch eben sehr wichtig, sobald ein Monat rum ist oder eine Konsolidierung für einen bestimmten Monatsabschluss vorbei ist, möchte man zu einem bestimmten Datum seine Daten auch für die vergangene Periode sperren. In dem Fall gibt es in der SAC zwei Wege, dies zu tun. Man kann zum einen eben in der Story, in der wir uns gerade eben befunden haben, in dem Webinar, in der Demo, auf Story-Ebene die Daten sperren. Allerdings sind die dann nur hier auf oberer Ebene gesperrt. Um dies besser zu machen oder was man eigentlich auch im Gebrauch bei der Planung in der SAC eher tut, man tut die Daten direkt auf Modellebene sperren und tut dann auf dem Modell, auf dem die Story basiert, hier unten für die bestimmte Version, für eine bestimmte Periode, in dem Fall jetzt für 2019 komplett seine Daten sperren. Das sieht man hier auch nochmal in dem Screenshot. Wenn es dann grau ist, dann sind die Daten für diese Periode in diesem Zeitraum gesperrt. Und die Daten können nicht mehr beplant werden. Die Zellen sind dann auch ausgegraut und man kann keine Daten mehr eingeben. Dann möchte ich das Wort auch weitergeben wieder an die Nicola. Ja, wunderbar. Ganz lieben Dank, Philipp. Ganz lieben Dank, Andi, jetzt erstmal für den Überblick in unserem kleinen Rollenspiel. Hier gibt es natürlich noch eine Vielzahl von weiteren Möglichkeiten, die sicherlich auch zu Ihren Anforderungen passen und in Ihre Prozesse entsprechend sich einreihen. Aufgrund der Zeit hier jetzt einfach mal beispielhaft aufgeführt und eben auch nur mit einer Gesellschaft. Natürlich wäre das dann entsprechend multipliziert. Jetzt haben wir ein paar Highlights mitgebracht. Andi, würdest du vielleicht starten und da nochmal auf so ganz wichtige Elemente aus unserer Sicht von der Planungsversion SAP Analytics Cloud eingehen? Natürlich, mache ich doch gerne. Wir hatten gerade eben auch schon angesprochen, eben diese Kollaboration, wie die vonstatten geht, zum Teil in der SAP Analytics Cloud. Wir haben eben dieses beispielhaft wie so ein Instant Messenger, wie wir es aus Skype kennen oder aus sozialen Netzwerken, haben wir eben die Funktion, in einer Kommunikation zwischen zwei Personen zu interagieren, auch direkte Prozesse mit einbinden, auch eine Story mit einbinden oder eben auch auf Team-Level kann ich miteinander kommunizieren. Ich habe die Funktion innerhalb dieser Planungsmaske, wie wir sie hatten, eben dann auch die Möglichkeit, hier einen Kommentar auf einen Datenpunkt zu hinterlassen, dass auch der Kollege weiß, was die entsprechende Nachricht zu bedeuten hat, auf welchem Datenpunkt wir uns dort befinden. Das sind eben die Möglichkeiten, die ich mit der Kollaboration innerhalb der innerhalb der SAP Analytics Cloud habe. Eine weitere Funktion ist natürlich auch Währungsumrechnung. Das ist natürlich immer ein wichtiger Teil in der Planung. Wir hatten hier auf Gruppenebene, hatten wir jetzt eben eine Standardwährung für Franken eingestellt. Wir können uns das dann natürlich auch on the fly ausrechnen lassen für verschiedene Währungen, wie beispielsweise den US-Dollar oder den Euro. Und wir können eben Währungstabellen pflegen innerhalb der Analytics Cloud oder wir können sie dann natürlich aus den Quellsystemen mit übernehmen, die dann natürlich auch immer tagesaktuelle oder wochenaktuelle Daten liefern und unsere Währung sozusagen auch on the fly mit umrechnet. Den Wertetreiberbaum hatten wir eben auch gesehen. Man hat eben mit diesem Wertetreiberbaum die Möglichkeit, verschiedene Szenarien aufzubauen. Wir können unendlich viele Knoten mit einfließen lassen, Datentöpfe. Wir können die miteinander verbinden. Wie interagieren die sich miteinander? Natürlich kann man auch Berechnungen und auch Datenaktionen und Allokationsschritte hinterlegen. Das heißt, zum Beispiel, wenn sich natürlich ein Knoten ändert, wirkt sich das natürlich auf viele weitere Knoten aus. Und was hat es dann zum Beispiel zu bedeuten? Wenn der eine Knoten hochgeht, dann würde vielleicht ein anderer um 20% runtergehen. Solche Berechnungen und Allokationen und Datenaktionsfunktionen können wir innerhalb des Wertetreiberbaums mit einfließen lassen. Aber ich glaube, wir haben auch noch ein paar weitere Highlights. Da würde ich nochmal an meinen Kollegen Philipp übergeben, der dazu noch was weiteres zu erzählen hat. Genau, wie gerade eben, genau hier in diesem Beispiel gibt es auch nochmal die in Plan Master Data Erstellung. Das heißt, in diesem Fall in der SAC müssen wir jetzt nicht zurück in unser Backend-System springen, sondern wir können in diesem Falle direkt in der SAC in unserer Planung Stammdaten eingeben. Das heißt, wenn ich jetzt für eines
bestimmtes Produkt nochmal eine neue Stammdaten bekommen. Dann kann ich hier mit dem Rechtsklick, wie sieht man auch in diesem Screenshot, in dieser Tabelle, die Stammdaten direkt on the fly hinzufügen und muss nicht, wie gesagt, zunächst wieder zurückspringen ins Backend-System und dort meine Stammdaten pflegen, sondern kann sie hier in diesem Szenario direkt on the fly in der SAC eingeben. Dann möchte ich auch nochmal zu dem Punkt kommen zur Allokation, wie auch die Disaggregation, das heißt die Verteilung der Daten, der Plandaten, die ich eingegeben habe. Hier gibt es in der SAC 4 verschiedene Möglichkeiten, zum einen das Verteilen und auch unter anderem auch das Datenregeln anhand von bestimmten Treibern, wie man hier in dem Screenshot sieht, einzugeben und noch 2 weitere Funktionalitäten. Um das aber anschaulicher Ihnen zu zeigen, möchte ich jetzt nochmal ins System zurückspringen und zeige hier direkt das Verteilen von meinen Plandaten, die ich eingegeben habe. Hier springe ich jetzt ins System und hier sehen wir dann in diesem Beispiel auch nochmal für Sales Revenue. Hier befinde ich mich auch wieder auf einer eingabebereiten Zelle. Und hier oben im oberen Bereich kann man dann diese Allokation sehen. Es gibt, wie gesagt, zum einen das Verteilen. Das heißt, ich kann Daten unterhalb meiner Hierarchieebene auf die Kindknoten verteilen. Beim Verschieben kann ich meine Daten auf einen benachbarten Knoten, der auf gleicher Hierarchieebene ist oder sich befindet, kann ich meine Daten verteilen. Dann gibt es noch das Zuordnen. Beim Zuordnen kann ich auf bestimmte Prozentualwerte oder bestimmte 1:2 oder 3:4 Werte auf meine Positionen meine Daten verteilen und sehe dann immer direkt die Auswirkungen. Dann gibt es noch die vierte Möglichkeit, die Allokation ausführen. Das ist hier in diesem Beispiel, führt man diese Allokation nur aus. Man muss diese Regel, wie sie sich nennt, zunächst anlegen. Das macht man auch wieder hier über den Menüpunkt. Dann gehe ich hier über die Prozesse auf meine Allokation und kann dort eine Regel anlegen, die ich dann in der Story nachher ausführen kann. In dem Beispiel habe ich hier schon eine Regel angelegt. Das ist hier die SAC-Planung für unser Webinar. Dann öffne ich diese und im ersten Schritt sehen wir hier, dass man eben einzelne Schritte eingeben kann für diese Regeln. Man kann auch schon aus anderen Allokationsregeln Schritte wieder laden. Hier oben sieht man dann nochmal die Übersicht und kann hier auch oben drüber nochmal neue Schritte anlegen. Dann gehe ich in diesem Beispiel hier in meine Regel rein. Ich habe hier auf der linken Seite meine Quelle, in der Mitte den Treiber, die treibende Dimension und auf der rechten Seite das Ziel, wohin die Daten kopiert werden sollen. Man sieht hier eben zum einen da in diesem Beispiel, dass ich meine Daten von der Peer Group Non anhand des Treibers der Dimension Sales Revenue meine Daten verteilen möchte auf meine Partner Company, auf die Data Manufacturing GmbH. Und somit kann man hier sich beliebig seine Allokationsregeln bauen und anhand von bestimmten Treibern seine Werte verteilen. Genau, das war es soweit zu den Allokationen. Und dann würde ich nun das Wort wieder an die Nicola übergeben. Ja, danke, Philipp, dass du uns jetzt auch aufgezeigt hast, wie man hier mit den Verteiloptionen umgeht. Das sind im Wesentlichen jetzt schon mal in der operativen Planung die Themen gewesen, die wir Ihnen gerne einfach mal aufzeigen wollten, die von unserer Sicht her auch wirkliche Mehrwerte bieten. Ich möchte Ihnen jetzt mal noch so einen kleinen Ausblick mitgeben, beziehungsweise einen Gedankenanstoß, wie Sie Ihre Planung zusätzlich zu dem, was Sie gesehen haben, noch mal ein gutes Stück weit in Richtung Automatisierung weiterentwickeln können, so wie wir es auch schon bei Kunden umgesetzt haben. Deswegen habe ich das jetzt tatsächlich hier mal als Ausblick bezeichnet. Hier oben angefangen wäre es in dem Szenario so, dass der Verantwortliche hier einen Prozess zur Planung anstößt und dafür tatsächlich nur einen Button innerhalb der SAP Analytics Cloud eingebettet drückt und dadurch wird im Hintergrund hier letztendlich in einem Webserver der R-Server angestoßen, der vollautomatisiert einen Forecast in die SAP Analytics Cloud zurückspielt. Was passiert da genau? Zuvor haben unsere Berater aus der Prognosewerkstatt hier einen Algorithmus eingespielt, hier in dem Szenario des R-Servers.
Der Algorithmus ist letztendlich ein Vorhersagemodell, welches auf Basis von ihren historischen Werten mit statistischen Methoden die Werte generiert, die sich zukünftig rechnerisch für die Planung ergeben. Für Sie einfach mal aus der Erfahrung unserer Projekte mit unseren Prognosen mit Hilfe von solchen Zeitreihenalgorithmen konnten wir bislang im Mittel stets Eintrittswahrscheinlichkeiten von Größe 97% generieren. Das bedeutet, dass recht viel manueller Aufwand hier wegfällt mit dem, sage ich jetzt mal, stupiden Aufbereiten und einfach Eingeben von Daten und man sich als Controller hier auf die Themen konzentrieren kann, die sozusagen in der Ausnahmebehandlung tatsächlich strategisch angegangen werden können. Wichtig ist, im Vergleich zu unserer Demo von gerade eben, sprechen wir hier nicht über Copy and Paste von Vorperioden. Wir sprechen hier wirklich von der Anwendung prädiktiver Verfahren, wobei auch Sonderfälle, zum Beispiel sogenannte externe Regressoren, hier von unserer Prognosewerkstatt mitbehandelt werden. Und wir sprechen hier von einer maschinellen, objektiven Berechnung, die hier dem Controller als Ausgangsbasis für die weitere Planung angeboten wird. Wenn wir diese Werte nun hier als Forecast in der SAP Analytics Cloud zur Verfügung haben, dann kann der Anwender basierend darauf die Planwerte modifizieren. Und zwar aufgrund seines Expertenwissens. Nur er weiß, dass bestimmte Plandaten anders eintreten werden. Zum Beispiel, weil für eine bestimmte Produktlinie eine Marketingkampagne gefahren wird oder weil ein Bereich umorganisiert wird, ein Standort geschlossen wird, eine Niederlassung mit dazukommt. All diese Dinge kann die Maschine natürlich nicht wissen und hier ist es gefragt, tatsächlich eben diese, wie ich es hier genannt habe, Ausnahmebehandlung dann in den Forecast, in die Planung mit einfließen zu lassen. Und der Controller erzeugt dann damit die, ich habe es hier mal genannt, Forecast-Adjust-Version. Und letztendlich, wie es meine Kollegen auch vorhin gezeigt haben, haben wir dann alles innerhalb der SAP Analytics Cloud und können selbstverständlich hier auch die unterschiedlichen Versionen und auch die Ist-Daten gerne auch in Echtzeit aus ihren operativen Systemen in einem Reporting, in einem Dashboard zur Verfügung stellen. Das einfach mal als Ausblick und Impuls dafür, wie sich dieser Kreislauf zum Thema Analytics weiter schließen lässt, weiter optimieren lässt, sodass Sie das Maximale aus den Werkzeugen, die Sie schon haben, eben hier auch nutzen können. Um weiter in die Themen einzusteigen, finden Sie natürlich auch jede Menge Informationen auf unserer Webseite. Wie vorhin schon erwähnt, wir haben gerade zum Thema SAP Analytics Cloud schon sehr viele Webinare zu unterschiedlichen Schwerpunkten gehabt. Die gibt es bei uns auf der YouTube-Seite. Und ich würde Ihnen empfehlen, sich einfach bei uns im Newsletter anzumelden. Dann erhalten Sie alles Wissenswerte immer ad hoc und ich verspreche Ihnen auch, dass es nicht zu viel ist, sondern wirklich die ausgesuchten, die relevanten Themen hier an Sie weitergegeben werden. Ja, bleibt mir zu sagen, ganz lieben Dank für Ihre Zeit, ganz lieben Dank auch nochmal an meine Kollegen. Wir freuen uns auf den Austausch mit Ihnen, entsprechend hier nochmal die Kontaktdaten eingebettet. Wir wünschen Ihnen einen guten, einen erfolgreichen Tag und freuen uns auf ein nächstes Mal. Bis dahin.